Ashley. Ich bin hier. Ich dachte, du würdest sterben. Okay. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Kannst du stehen? Eine Karte? Ja, habe ich gefunden. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Sprühen da etwa Funken? Verlieben die sich? Ihr seid echt ein süßes Paar. Aber ich will Ada, Leute. Und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir hier am Start seid. Okay, starten wir die letzte Folge. Und geben Settler richtig auf die Mütze. Was haben wir hier? Erste-Hilfe-Spray. Perfekt. Dass das Ding überhaupt hochgefahren ist? Jo. Das sieht extrem kaputt aus. Hier haben wir auch noch was. Hab schon um einiges ungemütlicher geschlafen. Ey, wie das zusammengeschustert aussieht. Mit einer Autobatterie und... Oh je, mein Gott, dass das gut gegangen ist. Kiste. Noch ein paar 800 Mücken und was zu lesen. Methoden zur Entfernung der Plager. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plager zu befreien. Injektion von Antigen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens getötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der zweiten Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet. Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seines Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Ich glaube, da musste Ashley durch. Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohen Risiken verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, was mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Ich denke auch. Luis und sein Forscherteam. Das Dream Team vom Europäischen Labor 6. Okay, also gibt es mehrere Labore in Europa. Gut zu wissen. Piseten. Noch eine Akte. Settlers Absichten. Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag, eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? Nur einen einzigen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation, in die Knie zwingen. Ja, das war ja mit Ashley so der Plan. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seiner alleinigen Führung. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Keinen Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschengeschichte Frieden. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Ja, Luis, du hast leider mit deinem Leben bezahlt. Aber deine Absichten waren echt edel. Dennoch hast du denen erstmal zu dieser Macht verholfen. Wollen wir mal nicht abstreiten. Der Bernstein. Diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht.
Nach einer Erstanalyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein, befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen, sie vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein von Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mich sicher. Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Settler die Stirn zu bieten. Also eine Waffe gegen Settler. Klar, dass er sie an sich nimmt. Natürlich kann ich diese Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig. Um der Welt willen. Ah, ja, ja. Louis. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Was? Wie hat er das denn da rausgetragen? Kruzifix. Hier hat er das Antiserum hergestellt, was er mir gegeben hat vielleicht. Ich habe keinen Plan. Haben wir hier alles? Kiste, ich gucke nochmal. Ja, Schatz voraus. Dan Ash, let's go. Erstmal schaue ich mich kurz um. Sieh mal, wie wär's, wenn wir die nehmen? Wo ist denn der Schatz? Ach, da, okay. Liegt auf der Brücke. Los, Ashley. Sorry. Hoch mit dem süßen Popöchen. Wie gesagt, wir sind ein Team. Gutes Mädchen. Ja. Vielleicht atmet sie jetzt nicht mehr so schwer, weil die Situation unter Kontrolle ist. Geht's dir wirklich gut? Mir ging's nie besser. Gut. Da, 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 da. Noch ein Schatz voraus. Wehrmunition. Rohstoffe. Wie es hier aussieht. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Nee. Scheinst sie gut zu kennen. Ey, da hat die ganze Arbeit geleistet, was? Ja, ich kenne sie sehr gut, Ashley. Sie ist meine Muse. Kommst du? Bist du so ein Vieh? Nimm doch mal die Birne weg. Tatsächlich. Tatsächlich. Also Obacht. Das war mit Sicherheit nicht das Letzte. Dich habe ich doch sofort gesehen. Und das noch eins. Ich kann keins mehr sehen. Sieht insektenfrei aus. Was haben wir denn hier? Illuminados letztes Kapitel. Preiset die heiligen Insekten. Uns wurde das Paradies auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind. Seine Liebe unterscheidet nicht. Vieh, Fisch oder Vogel. Jede Kreatur sei gleichermaßen gesegnet. Osmund. Ein neuer.
neuen Schatz, glaube ich, oder? Yo, das war der Schatz. Monolith allen Ursprungs. Tief unter der Burg habe ich meinen Glauben entdeckt. Seht die Überbleibsel Gottes hinterlassen in dieser Welt. Alles beginnt hier. Adam Sadler. Der Felsen sieht aus wie ein Gesicht. Haben wir alles? Ash, yo. Let's go. Ich kann mich noch an das DLC erinnern, im alten Teil. Dann hat man mit, klar, weil wir Ada gespielt hat, hier mit Sadler gekämpft. Das war auch geil. Ich hoffe so sehr, dass sie auch das Separate Ways Remake rausbringen. Das wäre ultra cool. Würde ich natürlich auch sofort spielen. Schießpulver. Ein Schatz noch. Yes. Du warst echt schlecht versteckt. Übelst. Auf jeden Fall. Also das waren mit Abstand die am bestgetarntesten hier in diesem Abschnitt. Ich sehe die Fackel. Nope. Und der letzte Schatz. Geil. Ja, Freunde, das letzte Mal ein Händlerbesuch. Bedeutet, wir müssen alle Sachen verkaufen. Schießpulver und herstellen und jede Menge Sachen erledigen hier beim Händler. Okay. Habe ich hier noch was drin? Nein. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Schlüssel, das. Und... dafür lasse ich einiges springen. 68, die machen wir fresh. Weiterhin viel Glück, Fremder. So. Zeig mal kurz. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern. Ja, das machen wir. Ach je. Zieht's euch rein, was hier los ist. Als erstes das mal an die Aufbewahrung. Yo. Das... an die Aufbewahrung. Yo. Oh, wir sollten hier Magnum-Munition herstellen. Bevor du da lang... Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Besser zukommen. Als erstes möchte ich noch mal mir das hier kaufen. So, da haben wir nochmal 10. Nochmal 10. Was können wir denn dann herstellen? Wartet mal, lass mich mal kurz nochmal raus. Ja, das ist ganz wichtig. So, du, zack. Die Messer können wir auch verkaufen. Die Messer verkaufen wir. Ich glaube, das ist eigentlich alles relativ in Ordnung, soweit wir es haben. Willkommen! Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Zwei Stück. Nicht schlecht. Wäre das dann alles? Nein, es ist noch nicht alles. Jetzt müssen wir uns um die Schätze kümmern, Leute. Okay. Da ist ja natürlich relativ einfach. Haben wir. Dann setzen wir hier natürlich
Den ein. Das machen wir auch bei dem hier. Immer das Teuerste vom Teuersten, damit wir richtig Kohle machen. Und den Blauen. So, dann brauchen wir natürlich hier Maximum. Haben wir auch noch so eine Laterne. Ja, die gelben gehen uns aus. Ich bin gespannt, wie viel Kohle wir dann letztendlich zusammen haben. Wir können ja beim Händler auch noch tauschen. Ich weiß, 18 Spinel haben wir, sehe ich gerade. Okay, da kriegen wir bestimmt einiges für. So, jetzt komm mal her. Kommst du noch einen rein und den hier rein? Ja, komm mal her, machen wir einfach. Was sollen wir auch lange rumdüddeln, ne? Haben wir das? Guck mal, wie viel hat die? 9000, 5000. Dann gehen wir hier dahin. Nehmen hier den blauen. 20.000. 27.000. Ja, aber was will man machen? Ich kann es halt immer nicht ändern. Du kommst hier rein und du bist hier drin. Blau. Rot. Blau. Und rot. Nochmal blau und rot. Und nochmal blau und rot. Meine Fresse. Damit hätten wir alles. Mir da draut willkommen. Tauschen. So, was sollen wir tauschen, ne? Was sollen wir tauschen? Lass mich kurz überlegen. Den sind sieben. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. 9, 12. Dann haben wir noch 6. Und dann kann ich die Punisher mitnehmen. Ach komm. Lange Rede, kurzer Sinn. Damit machst du nichts falsch. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft. Aber ich... Eine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut angenehme Rat. Die Kugeln durchschlagen so gut wie alles, ich weiß. Aber wir nehmen sie gar nicht mit. An die Aufbewahrung. Oh. Okay. Verkaufen. Wofür kann ich dich begeistern? Dab, dab, da, dab, da. Ich kaufe fast alles. Warte, die verpfeffern wir auch alle. Wow. Leute, ihr wisst, was das heißt, ne? Danke. Ihr wisst doch alle, was das heißt. Kaufen. Wir nehmen uns auf jeden Fall den Raketenwerfer mit. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Sag Bescheid, wenn du... Das macht den Kampf gegen Settler so viel einfacher. Okay, anders. Müssen wir anders machen kurz. Hast du jetzt? Jetzt passt du. Nice. Ich will ja nichts sagen, aber manchmal sind die Dinge interessanter, wenn alle die gleichen Chancen haben. Findest du nicht? Tunen. Kaufen. Was können wir denn noch kaufen? Damit ich die Waffen voll habe, ne? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Wenn ich so viel Kohle habe, dann machen wir das auch. Wäre das dann alles? Komm, ja, nerv mich nicht. Ich habe hier Item-Management. Einmal an die Aufbewahrung. Ich brauche mal kurz Platz. Auch an die Aufbewahrung. Willkommen.
Blacktail. Ein absolutes Musterbeispiel einer Team P. Mit dem Ding. Ah, das Ding hat den Namen Wummel doch echt verdient. Verarbeitet deinen Gegner zu blutiger Grütze. Finde ich das gut. Das ist, was ich derzeit habe. Ganz ehrlich. Wenn du eine Waffe brauchst, dann die. So, dann haben wir natürlich noch die Rezepturen hier. Viel Spaß bei der Zubereitung. Tada. Okay, ich glaube, da haben wir doch alles. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Jetzt. Das versichere ich. Könnten wir noch tunen? Auch ein Messer braucht hin und für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl. Allererste Sahne, das Ding. Gibst ich. Stirb mir da draußen nicht weg. So, Aufbewahrung. Moment mal. Du verstauen, du verstauen, du verstauen, du verstauen. Und dann nehme ich natürlich wieder mit meine Stingray. Und den mühseligen Raketenwerfer. Willkommen! Tunen. Ready. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Hier, wie du es haben wolltest. Mehr lässt sich wirklich nicht. Probier mal, ob's passt. Hier, wie du es haben wolltest. Okay. Da haben wir das doch soweit. Kann ich sonst noch etwas für dich? Komm, jederzeit wieder. Machen wir. Hier noch ran. Und dann auf zur Settler. Kleinigkeit müssen wir noch machen. Schnellzugriff. Gott. Durchladen. Und was wir noch machen, ist ein Fisch frühstücken. So, jetzt sind wir soweit. Let's go. Leon, sieh nur! Ist das nicht... Ada. Denkt wohl, so lockt er mich zu sich. Ja, das wird funktionieren. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Ada! Alles klar. Gotteslästerliche Schändung. Welch unverzeihliche Ketzerei. Doch ist es nicht der Sünder, der die Erlösung komm. Nötigsten hat? Knie nieder. Nimm das. Vater. Nimm das. Kind. Und er wird dich erneut mit den Heiligen. Und jetzt eat this. Oh.
Okay, und feuerfrei. Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich, innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Alright. Wir müssen also eine Zeit durchhalten, bis Ada uns hilft. Okay, so eine Nummer. Dann, ich will gar nicht so viel Munition verschwenden. Weil das unnötig ist. Nicht? Ist das alles, was du kannst? Tatsächlich. Das war ganz schön knapp. Machen wir dem Spuk ein Ende. Das ist nämlich der rote Raketenwerder. Der ist was ganz Besonderes. Für ganz spezielle Jungs. So für dich. Ada, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Luis und ich hatten einen Deal. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Zeit zu gehen. Kommst du? Ich befürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Ich wäre mit eingestiegen. Schaut sie euch an. Hammer. Beeil dich lieber. Süß. Bis nächstes Mal, Leon. Will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Der berühmte Resident Evil Countdown. Schreibmaschine, nehmen wir die mit? Na klar. Okay, nichts wie weg hier. Ja. Und Vollgas. Endlich nach Hause. Noch haben wir es nicht geschafft. Aber fast hier. Fast. Wenn du mit Ada mitgegangen wärst, hättest du die Problematik nicht. Oh Mann. Sie greifen nicht an. Sie kacken alle ab. Was ist los? Ohne ihren Anführer sind sie nichts. Game over für sie. So sieht's aus. Game over. Come on, Leon. Mr. Universe. Einfach weiter rennen. 1 Minute 27. Nicht schlecht, Ada. Den Teddybär-Schlüssel. Stehst du auf Nervenkitzel? Und wie? Dann halt dich fest. So, R2 beschleunigen. Na dann. Los geht's.
Ach, boing, direkt hängen Was? Das Gerät ist halb tot. Da hält ja gar nichts aus hier. Wow, wow. Oh ja, sicher. Na klar. Ja. Na klar. Das haben sie richtig cool gemacht. Das bockt richtig. Jetzt noch irgendwo auch nur mit einem Fitzel hängen bleiben, dann war's das. Das war aber sehr viel Glück. Und das auch. Wir haben's. Tageslicht. Alles okay? Keine Ahnung, das war echt heftig. Das sagen die Frauen bei mir danach auch immer. Oh, wie geil. Ach gut. Mission erfüllt, was? Mission erfüllt, wenn du zu Hause bist. Danke für alles. Klar doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Du brauchst mich nicht. Du kommst ganz gut alleine klar. Nur das mit dem Messer solltest du noch mal üben. Na komm, ab nach Hause. Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon, geht es euch beiden gut? Wo bist du? Komm schon! Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los. Ja, Freunde, auf Ada ist einfach Verlass, oder? Ich mag sie. Wie gesagt, mein absoluter Liebling. Und genau das kann ich auch über diesen Teil sagen. Ich weiß nicht wieso, aber Resident Evil 4 ist für mich einfach so eine gelungene Mischung. Ja, es ist actionreich. Es hat nichts mehr mit richtig viel Grusel zu tun. Aber ich mag das einfach. Ich mag das Balancing der Waffen. Ich mag, dass man so den einen oder anderen Trick anwenden kann, um die Hauptbosse
ja, relativ gut zu umgehen oder niederzustrecken. Ich finde das ganze Spiel an sich total gelungen. Ich habe mich nicht einmal gelangweilt während des ganzen Durchgangs und das zeichnet doch eigentlich ein gutes Spiel aus. Freunde, wie hat es euch gefallen? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich echt interessieren, wer von euch es durch hat und vor allen Dingen, was ihr schon alles freigespielt habt. Denn ich weiß, der ein oder andere von euch ist richtig verrückt und ballert das wahrscheinlich auf Platin durch. Und dann würde mich interessieren, wie viele Stunden er da investiert hat. Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, war es das mit Resident Evil 4, das Remake. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei kommenden Projekten wieder mit mir hier am Start seid. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, für den Support. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.